Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in der Wasseraufbereitungsgeschichte Gebäude, um für die lieben Cotsworth-Roboter-Typen hier eine Mission zu erfüllen. Und wir sehen hier schon wieder wunderbare Eier, die wahrscheinlich mich gleich mal wieder angreifen werden. Oh, stimmt gar nicht. Die konnten wir ganz einfach looten. Das ist ja wundervoll. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann würde ich vorschlagen... Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Ja, wir werden hier mal gleich die Pumpe aktivieren. Machen wir uns auch gleich mal schussbereit. Boah, wenn du denkst, ne, da gibt es echt viel Wasser. So, ihr blöden Käfer, wo seid ihr? Wirkt gerade ein bisschen Käfer. Ich sage immer Käfer. Wirkt gerade krabbenlos. Bäh. Dann würde ich sagen, wir laufen wieder darüber. Ich glaube nämlich, dass man von da aus irgendwie dorthin kommt. Mich wird es wahrscheinlich gleich wieder fetzen. Flatter. Bäh. Hier ist, glaube ich, ungesund, wenn wir runterfallen. Da drin war man, ne? Ja. Das heißt, hier irgendwie runter oder da. Wahrscheinlich hier eher. Die da. Die wurden entdeckt. Aber ich denke, das wird die Piper sein. Hoffe ich mal. Naja. Viel Schlamm. Das darf uns aber auch nicht wundern. Weil hier ja alles voller Wasser war. Ah, das hört sich schon wieder komisch an, alles zusammen. Da gibt's, wird sicher bald ein Viech. Ja, ja, ist schon soweit. Komm schon, zeig uns deinen Unterbau. Jawohl! Jawohl! Uha! Boah, ich sag euch was. Ja. Dieser Skillpunkt war wirklich jeden Skillpunkt wert. So. Also mit der besseren Durchschlagskraft, sage ich jetzt mal. Das ist echt super. So. Hallo. Ich bin nur hier, um zu looten. So. Sprengfallen oder so, werden wohl hoffentlich hier keine sein. Ja. War ja schließlich eh alles unter Wasser. Und wir haben schon wieder schlechtes Wetter. Sehr gut. Also bei uns, ne, permanent heute den ganzen Tag geregnet, zwischendurch ein kleines Bäuschen gemacht, aber geregnet, gedonnert, geblitzt und gekracht hat es die ganze Zeit. Und es geht jetzt scheinbar auch schon wieder von vorne los. Macht dir nichts. Wir hatten jetzt ja 3 Tage wirklich, wow, Hilfe, wirklich schönen Sonnenschein. Und, jawohl, weg ist er. Und da darf es doch jetzt ruhig auch mal ein bisschen hässlicher sein, vom Wetter her. Hoppala. Ich wollte eigentlich nur nachladen. Boah, ich liebe es. Die Buffen geht echt gut. Ich hoffe, wenn wir hier dann noch fertig sind, dass wir noch rechtzeitig dieses arme Dörfchen dort retten können. Beziehungsweise hoffe ich sehr, dass nicht allzu viel Schlimmes passiert ist. Gibt es hier auch noch irgendwelche Eier? Eier, wir brauchen mehr Eier. Aha, da hinten ist... unser Ziel. Hm, einmal im Kreis. Hi, Piper. Komm daher, Piper. Hm. Hier schaut's gut aus. Ja, ja. Das war so klar hier, ne? Wah, Piper, geh aus dem Weg. Habe ich was getroffen? Nicht allein. Ja, getroffen haben wir was. Oh Gott. Auf die Weichteile. Also, ja. Das hört sich wieder komisch an, aber... ich meinte damit eigentlich die Beine. Also, die, wie gesagt, das habe ich schon mal, glaube ich, im letzten Part oder so gesagt. Wir sind überladen. Das sage ich öfters. Nein. Was kann ich für dich tun? Handeln, bitte. Greif ruhig zu. Jawohl.
Und zwar geht es darum, bei diesen Viechern bitte nicht auf den Panzer schießen, so wie ich es immer gemacht habe. Sondern... Momentele, kurz schauen. Das kommt weg. Sondern auf die Füße schießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf die lieben Füßelchen schießen, auf die Haxen, wie wir so schön sagen. Und dann ist das auch schon kein Problem mehr. Dann braucht es auch nur ein paar Schuss und nicht 12.000, so wie ich es gebraucht habe. Und dann werdet sehen, ist alles halb so wild. Puh, was gehen wir denn noch her? Den Besen kann sie haben, das Graffel. Ist irgendwas noch schwer? Da ist noch was schwer. Da war auch noch was. Ach, was soll's. Ist ja eh wurscht, ob was schwer ist oder nicht. Einfach gegeben und fertig. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bis nimmer geht. Da, so. So, und Piper ist voll. Passt. Das heißt, wenn wir jetzt dann überladen sind, haben wir Pech gehabt. Was bist du? Schaut ja komisch aus. Da ist noch immer... nein, nicht schwimmen gehen. Komm her. Klebeband und Malpinselchen. Wo war jetzt der... Nanü? Kurz schauen. Herrschaftszeiten, wo muss ich da drüben? Wie komme ich da hin? Da oben? Oder muss ich durchs Wasser? Ah, wer ist denn da? Was? Hä? Was hast du jetzt gemacht? Pippa, was hast du gemacht? Erklär dich. War, gekommen, Pippa. Aha, also oh, doch ins Wasser. Wenn wir hier raus sind, bleibe ich eine Woche lang im Bad. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ja, ich glaube, ich würde auch eine Woche lang ein Bad nehmen, ehrlich gesagt. Da muss es irgendwie wieder rundherum gehen. Wahrscheinlich da, ne? Ich habe das hier wieder super gemacht. Super. Aber bin ich denn da nicht schon gewesen? Oh, ruck. Also hier so. Kann das stimmen? Da komme ich nur da drüben raus, ne? Das müssten wir jetzt mal testen. Vielleicht geht es hier weiter. Boah, Alter, hör auf. Also, ich bin dann hier lang. Da war hier dieses Ekelviech. Und dann hätten wir irgendwie hier runter gemusst. Aber wie? Ja, so geht's auch. Das wollte ich gerade so zwar nicht, aber... Alter, das blubbelt, ne? Können wir da rein? Nein. Verdammt. Hui. Nein, so geht das nicht. Das habe ich wieder super gemacht. Echt. Da kann ich mich nur selber loben. Da war ich ja drin, ne? Herrschaftszeiten. Na, da muss es da oben weitergehen. Ruck. Also da. Dann hier. Ja, ja. Alter, Piper. So, geht's denn hier? Nein, da war ja auch Sackgasse. Verflixt? Das gibt's ja nicht. Da muss es irgendwie so ein Lift oder sowas geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da runtertauchen müssen, oder? Ich probiere es dann nochmal hier. Ich meine, da kommen wir nicht rein, ne? Und da ist radioaktiv alles. Mysteriös. Wahrscheinlich müssen wir es riskieren. Warte mal, ich speichere einfach mal.
Tun wir mal ein bisschen speichern. Da. Neuer Spielstand. Machen wir es halt beherzt. Wow. Oh, geht eigentlich. Gibt Schlimmeres. Tja, hat doch so gepasst. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nope. Also dann. Pumpensteuerungsschalter aktivieren. Böb. Abgeschlossen. Jawohl, abgelassen. Super, und da drüben ist noch was. Boah, das. Ein bisschen unheimlich ist das Ganze schon. Also, boah. Irgendwie erinnert mich das an Resident Evil. Keine Ahnung warum. Ist irgendwie so. Da bin ich unschuldig, kann ich nichts dafür. So. Hier irgendwas? Nein. Da haben wir wieder diese ekelhaften Eier. Entschuldigung, muss mal kurz pusten. Da will mich eine Gelse stechen. Na, nicht Wasser trinken. Ach komm, Spatzel. Das wollte ich so jetzt nicht. So, haben wir noch irgendwo so ein blödes Ei? Halt hier. Nein, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Da ist noch ein Ei. Noch ein Ei. Diese Eier erinnern mich auch, an Skyrim. Nanu? Ist das nicht auch ein Ei? Nö, das ist kein Ei. So. Dann hier rüber. Mal so ein ganzes Ei noch. Und hier können wir wieder... Nein, nicht trinken. Wieso? Ich muss dann bald wieder mal so ein Dingens zu mir nehmen. Ich wollte eigentlich das Ei da haben. Die Bomben kaum Auswirkungen auf die Beliebtheit dieses Ortes hier hatten. Wahrscheinlich. Was haben wir da noch? Nur Wasser trinken. Nochmal den Schalter aktivieren. Jetzt ist wirklich alles weg, ne? Also vom Wasser ist dann wirklich nichts mehr über. Und jetzt müssen wir die Hauptpumpe noch neu starten. Da haben wir noch ein geschlüpftes Ei. Okay. Ja, da war es auch schon mal trockener mit Sicherheit. Oh, schau mal. Haufenweise Munition und Pistolen und solche Sachen. Schön. Haben wir hier... Haben wir hier auch irgendwas? Nein. Nur kaputtes Zeugs. Hier hängt auch nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, Lift und so, ne? Okay, Viech ist keines da. Komm rein, Pipa. Und drauf. Nach oben. Jo, bitte. Hui. Naja, das trotz allem muss man bedenken, ist das doch in einem recht guten Zustand, wie mir scheint, ne? Keine Ahnung, wie lange das hier schon unter Wasser steht. Aber, vom Baustil her, Material her, haben sie hier nicht geklotzt. Ich glaube, so sagt man das, ne? Geklotzt, nicht gekleckert, so sagt man, ne? Ja, Sesam, öffne dich. Nicht aufhängen. Puh. Hallo? Stimmt das hier so? Müssen wir nicht noch darüber? Oh. Da ist hier auch das komplette Wasser weg, sehe ich gerade. Mhm. Das ist aber auch nicht schlecht. Würde ich sagen, das speichern wir glatt nochmal. Wenn wir uns da gerade so toll geschlagen haben. Mhm. Okay. Irgendwie ist es ein bisschen unheimlich hier, aber trotzdem... Scheint es okay zu sein. Jetzt muss ich kurz mal auf die Karte schauen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, das reicht schon. Okay, wir können uns schon boarden. Perfekt.
dann machen wir das doch mal. Scheint schon gepasst zu haben, alles zusammen. Und da muss ich schauen, ob wir noch, ob die Siedlung schon zerstört ist. Beziehungsweise, ob wir da noch was machen können. Das wäre super. So, hallöchen, ihr Lieben. Dam, dam, da. Die arbeiten Tag und Nacht, wenn du denkst, ne? Die brauchen Hallo, halt auch nichts. Schön, dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben. Mhm. Yep. Warum so wichtig? Belohnung? Viel Ärger. Ja. Ja. Ganz recht. Das ist wunderbar. Einfach wunderbar. Hier. Du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greedy einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Danke jetzt dir. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Pfui, supi. Dankeschön. Juhu. Das war ja toll. Wir haben einen Rabatt, kriegen wir auch. Das ist super. Perfekt. Die haben ja aber jetzt... Toll, dich zu sehen. Schon, ne? Mein, das sind aber nette Leute. Jetzt müsstest du eigentlich Quests für uns haben, oder? Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, da ist so auf morgen, dass es noch Sterne im Himmel gibt, ne? Also zu sehen gibt. Dann scheint es derweil gar keine neuen Quests zu geben. Bin ich jetzt eigentlich auch nicht böse. So, wir müssten... Das Polizeirevier, jawohl. Ach, wo war jetzt schnell, die eine Siedlung. Verflixt. Concord. Hey. Keine Ahnung, wo war die denn bitte? Ist nicht normalerweise, wenn das so... So wie da ist, ist das nicht das Zeichen für Siedler? Schau mal, 7 Bewohner sind da, Stylight Drive-In. Schauen wir mal hin, oder? Puh, hoffentlich ist das keine böse oder dumme Idee jetzt zu mir gewesen. Böse Idee, genau. Dumme Idee. Lade, lade. Und? Freund oder Feind? Das sind echt ein Haufen Siedler. Hallo. Ich bin neu. Können wir die eigentlich Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Impro-Pistole. Haarklammer. Die können wir ihr wegnehmen, ansonsten lassen wir es mal, oder? Die wohnen hier echt, also wirklich, also... Die tun mir jetzt fast ein bisschen leid, die haben nichts, nichts zum Schlafen, gar nichts. Oh, und dann habe ich natürlich einen ganz lieben Tipp bekommen, wartet mal. Ist der gerade gestorben? Da gibt es radioaktive Fässer, die können wir verarbeiten. Wenn wir die alle wegtun, ist das Wasser quasi verwertbar. Jetzt muss ich nur noch die restlichen Fässer finden. Da drüben ist noch eines, glaube ich. Das da. Also eines, drei insgesamt. Weg damit. Weg. 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 Noch eins. Na, schau, ist schon weg. Muha. Alles gut, alles bestens. Boah, das sind aber viele Siedler. Fisch, wo ist die? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wie kann ich helfen? Ja, wie kannst du helfen? Zurzeit eigentlich nicht wirklich, glaube ich, ne? Aber es wäre jetzt echt, also es wäre mal echt gut, wenn wir hier auch ein bisschen was machen würden. Die tun mir gerade voll leid, die Leute. Die haben nicht mal ein Haus. Warte. Wenn wir schon mal da sind.
Können wir nicht irgendwas machen? Ich meine, Schrott haben wir ja mit. Betten 1, Moralhammer 2. Die Größe ist, okay, da können wir einiges machen. Wir haben insgesamt 7 Leute, ne? Konstruktionen. Würde ich sagen, gibt es eigentlich... Aus Metall gibt es auch Fertighäuser. Boden und Dach. Durchgang. Sowas, ist das ein schönes Haus? Aus Metall, ist das was Gutes? Ich meine, wir haben so viel, wir haben viel Holz. Wie würde denn ein Holzhäuschen denn ausschauen, ein fixfertiges? Naja, gibt's sowas überhaupt? Da zuerst, Fertighäuser. Schauen wir mal. Kleine Hütte, wortwörtlich. Wow, große Hütte. Naja, stabil ist halt auch was anderes, ne? Schaut eher aus, als wenn es ziehen würde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir würde es gefallen, die Hütte. Ist nur die Frage, wo bauen wir sie hin, aber ich würde schon sagen, da in der Nähe von dem Zeug. Geht sich hier was aus? Sonst würde ich hier nämlich die Felder machen. Bäh. Ich probiere es einmal so. Ich knall das mal dahin, ne? So. Vielleicht so. Machen wir mal so. Katschanga. Gehen wir mal rein. Grüße Gott. Rein können wir schon mal. Ich hoffe halt nicht, dass hier... Wenn wir hier oben... Squeak. Ah, schau mit Balkon. Ist ja cool. Hat man eine tolle Aussicht. Da könnte man die Felder machen. Da haben wir Dach noch zusätzlich. Ich hoffe halt auch, dass das dicht ist, ne? Da könnte man hier... Aha, da ist auch eher mehr offen. Da könnte man hier schon mal ein Bett hinstellen, da. Da kann man dann auch schön hier den Mond beobachten, da oben. Ich glaube, das schaut nicht schlecht aus. Nein, nicht lagern. Weißt du was, das verschrotten wir auch gleich am besten. Verwerten. Es gibt ja sowieso Möglichkeiten... Ah, Lagerhaus. Lagerhaus? Ah, das ist, glaube ich, auch Patch und so, ne? Lagerhaus, Fertigsgeschichten. Steht eigentlich dabei. Ist es wirklich so das, was wir denken, dass es ist? Also, so richtig, richtig zum Lagern, meine ich. Ich denke schon, ne? Sonst wird es ja nicht so heißen. Auf jeden Fall. Möbele. Bettchen. Am Boden schlafen. Schlafsack. Ich hätte schon gern irgendwie ein schönes Bett mit einer sauberen Matratze, ehrlich gesagt. Wow, Herrschaftszeiten. Ist das hier sowas? Kann man das als schön? Schaut das schon schöner aus, oder? Vielleicht können wir auch das Ganze so drehen. Wartet mal. Wie drehen wir das so am besten, ne? Das stört es vielleicht nicht so. Ich weiß, ich tue schon wieder Zeit vertrödeln. Ich baue nur hier schnell, weil mir die Siedler hier auch am Herzen liegen. Moment, ein Bett. Und zack. Nur eins einmal. Dann kann man hier schon mal schlafen. Hier wäre halt auch schön, aber da ist halt kein Schutz mehr, ne? Also hat man hier schon mal das erste Bett. Das gehört natürlich noch schöner hingestellt. So. So. Na, grün werden bitte. Also nicht wieder Hulkgrün, sondern im Guten. Perfekt. Sehr gut, dann können wir hier noch einen Schrank oder so herbauen. Möbelbehälter. Sowas. Passt das hier? Ja, hier passen wird's. Wow, da gibt's echt schöne Sachen. Eine Truhe. Ein Koffer.
Sowas? Ein Toaster? Ich hätte schon gern irgendwie ein kleines, aber feines Regal. Sowas. So ein Nachttischdingens. Zumindest fast so ein Nachttischdingens. So. Zack, bumm. Das können wir wieder nachtun. So. Ein bisschen nach hinten und ein bisschen so. Ne, ein bisschen hübscher machen, sozusagen. Vielleicht ein bisschen mehr am Rand, so. Ja. Ich glaube, das ist gut. Sehr schön. Perfekt. Haben wir sowas? Entschuldigung. Nein. Küchen oder so hätte ich da noch gern gehabt. Oder irgendwas zum Sitzen. Bänke, Stühle, so irgendwas. Also irgendwas Gemütliches halt. Hocker gäbe es genug. Okay, da fehlt mir Stoff. Ah, da habe ich... Ich habe gar nicht so viel Stoff, okay. Rein aus Stahl. Dass man sich halt auch hinsetzen kann, ne? Flugzeugsitz. Wieso nicht? Hat nicht jeder, ne? Nur wohin damit? Dass man hier quasi so eine Fernsehecke macht. Oder so? So. Mann, ich verdrödel schon wieder Zeit, ich weiß. Aber ich wollte nur dieses eine Haus da einrichten. Ich werde das dann natürlich selbstverständlich wieder machen, wenn's, wenn ihr nicht zuschaut. Außer ihr hättet es lieber beim mit Zuschauen und so. Das sind ja die Geschmäcker sind ja verschieden und ich will es euch eigentlich nur recht machen. Ne? Also, wenn es euch lieber ist, wir machen daraus einen Part. Ich bin nicht böse deswegen, also mich würde es freuen. So, also tschack. Jawohl. Dann kann ich ihn eh noch immer nach hinten schieben, da so. Nein, nicht in den Hintern schieben, sondern nach hinten schieben. Nach hinten. So. Und so. Dann können wir hier, wenn es gut passt, einen Fernseher hinknallen. Ach, Entschuldigung. Nein, bitte. So. Gäbe es denn hier Regale, Tische, sonstiges? Gäbe es hier... Ja, Fernseher. Nehmen wir so ein. Das ist Computer, ne? Also hier. Fernseher. So. Ach, schau. Das wird echt hinhauen. Und zack. Dann brauchen wir da nur noch Strom. Und der wird schon gehen, der Kübel. Fein. Gefällt mir. Gefällt mir. Würde ich sagen, ich probiere es gleich. Nein, Entschuldigung. So, ich muss mir erstmal angewöhnen. Erstmal. Sollte eigentlich schon gehen, dass ich das besser hinbekomme. Würde ich sagen, ich probiere es mal so, ne? Zack. Und dann von hier. Huch. So. Nach da. Jipp. Hat hingehauen. Und jetzt müsste. Hoppala, ruck. Der Fernseher gehen. Ja! Schön! Hurra! Der Fernseher geht. Dann wäre für die armen Leute hier... Also wir haben jetzt Energie ein bisschen. Wir haben die Leute. Zum Essen haben wir gar nichts. Das müssen wir erst anbauen. Und zwar würde ich sagen, hier. Hier werden wir das schön anbauen. Damit hier auch keine ungebetenen Gäste rein können... Wären wir auch sofortigst. Was ist denn das eigentlich? Ein Gerüst. Was ist denn das? Ach so. Aha, ja, okay. Das schaut aber. Gefällt mir nicht so gut, oder? Das ist einfach so ein Gerüst zum selber bauen. Okay. Ja, okay. Ja, wer es mag, ne? Vielleicht mal irgendwie anders. So. Da würde sich jetzt aber ein Metallzaun gut machen. Warte. War das hier?
Ja, ich glaube, das war das. Vielleicht. Aha, das ist nur so ein kleiner Dings, ne? Okay, das bringt sie da jetzt nicht so viel. Ich habe nur gedacht, ja, vielleicht kann ich das hier dicht machen, ne? Dass hier niemand rein kann. Ich versuche es einfach mal so hinzubauen. Das dürfte hier... Okay, ich kann da immer noch raus, verflixt. So. Mehr drehen. So. Na, so. Ich hoffe mal, dass das so jetzt passt. Ich will nämlich nicht, dass hier irgendwer rein kann, ne? Ich will das hier schon ein bisschen geschützt haben. Schaut aber scheiße aus, ehrlich gesagt. Naja. Für die Notweile mal. Und hier muss auch was gemacht werden. Ach so, das kann man eigentlich prinzipiell sowieso abreißen, ne? Und was Neues hinbauen. Aber ehrlich gesagt, ich lasse das jetzt einfach mal momentan so. So. Na los. Und so. Nur momentan einmal. Schaut nicht schön aus, ich weiß. Aber nur momentan. Und hier möchte ich gern unser Feld machen. Also müssen wir da mal komplett raus. Und wir machen hier... Ich mache jetzt in dem Part noch schnell das hier fertig. Und dann im nächsten gehen wir weiter questen. Was habe ich denn jetzt eigentlich alles mit? Ja, genau. Mais haben wir mit. Dann können wir normalerweise hier schön randig versuchen zu setzen. Müsste gehen. Da haben wir schon den ersten. Da wäre schon der zweite. Dann nehmen wir mal einen anderen. So. Vom Aussehen her. Okay, da will er nirgendwo. Da drüben vielleicht nochmal. Jawohl. Ungefähr da so. Dann hätten wir, glaube ich, noch einen. So. Einen haben wir sogar noch. Schön. Nehmen wir wieder diese Staude hier. So. Sehr fein. Ah, da schaut ja schon noch was aus, ne? Dann hätten wir hier Melonen. Die würde ich gern da drüben, ehrlich gesagt, haben. So. Wenn es möglich ist. So. Na? Jawohl, die erste. Dann haben wir da einen Flaschenkürbis. Den werde ich versuchen. Ja, genau so. Perfekt, dann kommt der nächste. Ungefähr so. Und die Nummer 3. Und zwar so. Ja, so mag ich das. Dann haben wir noch ein bisschen Mutterbeerenpflanzen. Puh, die wären echt schön. Hier so irgendwie als Zierpflanzen. Da haben wir schon mal eine. Geht sich hier auch eine aus? Da so? Ah, ich glaube nicht mehr, ne? Wegen die Kürbisse da. Da herüben. Da oben wird sich eine ausgehen. So. Die soll nämlich ein bisschen als Zierpflanzen dienen. Ich finde nämlich, die sind so hübsch. Okay, das Haus schwebt. Das ist kacke. Das müsste ich auch noch ändern. Ein bisschen mehr in die Richtung. Wartet mal. Kann man das ganze Haus jetzt verschieben? Ich hoffe. Mit allem, was drinnen steht. Also auch das Bettchen. So. Ich glaube, so ist es besser. So, soweit es geht nach hinten. Aha. Jetzt da. Schaut so, glaube ich, besser aus. Mist, es schwebt immer noch ein bisschen, ne? Da bräuchte ich Beton, ne? Warte mal. Da habe ich ja auch einen lieben Tipp bekommen. Warte, ich stelle mal die ganze Keischen darüber. Da habe ich ja auch einen Tipp bekommen. Warte. Das tue ich mal mit Absicht so. So. Jetzt ist das ein bisschen abgegrenzt, ist gut. Man kann doch
Einen Moment. Entschuldigung, da musste ich mich kurz am Ohr kratzen. Man kann mit Betongeschichteln... Warte, war das hier? Stahllagerhaus Beton. Mit diesen Geschichteln kann man, glaube ich, so wie wir es in Sanctuary Hills gewohnt waren, kann man hier so Platten machen. Die sollen sich wunderbar an die Unebenheiten schmiegen. Da, da, da haben wir es. Seht ihr? Das habe ich gemeint, das Betonfundament. Geht es mit dem auch? Nö, oder? Nein. Das Betonfundament, ihr seht, das schließt wunderbar ab. Das muss ich nämlich auch noch unbedingtest, muss ich das noch in Sanctuary Hills machen, bei unserem Stall. Wie weit kann ich denn jetzt eigentlich zurück? Wow. Sehr weit eigentlich. Noch weiter? Nein. Bis daher, schätze ich mal, ne? Bringe ich da eine gerade Fläche zusammen? Ich hoffe es doch sehr. Das soll nämlich unser Hütchen draufstehen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich mache das jetzt mal... Oh nein, der Beton ist alle. Schande. Mist. Das ist jetzt blöd. Nein, ich dusche wieder. So. Geht das vielleicht auch mit Holz? Ich will es nur mal probieren. Holzböden. Fundament. Aber leider auch mit Beton. Verflixt und zugenäht. Das wäre sicher billiger gewesen, ne? Ja, so schnell kriege ich jetzt keinen Beton her. Aber ich will eins testen. Warte, schön. Schön gerade hinstellen. So. Ich will testen, ob das jetzt oben stehen würde. So wahrscheinlich eher nicht. Ist ja wurscht, da muss man das Haus halt einmal da so stehen lassen. Hilft dann halt momentan nichts. Müssen wir das Haus halt so stehen lassen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Probieren wir mal, ob wir das drunter kriegen. Nö, ne? Sonst tue ich das einfach mal, was so schier ausschaut. Einfach mal ins Lager. Oder? Nein, lieber nicht. Sonst vergesse ich nämlich drauf, dass es sowas gibt. So. Ich hoffe, die Leute gehen da trotzdem rein. Das ist toll. Die Möbel bleiben alle so schön drinnen. Das ist fein. Weil, wenn wir jetzt nur ein Hütchen haben, können wir da noch ein Bett bauen. Das werde ich noch machen. Das machen wir noch fix. Ein kuscheliges Bettelchen. Wenn es halt geht. Natürlich, es fehlt an Stoff. Scheiße. Wir brauchen Stoff. Ich habe jetzt nur ein Bett. Zwei sogar. Mist. Wir können nicht mehr Schlafsack bauen, weil uns momentan Stoff fehlt. Wir haben Maschinen wie bekommen wieder. Hoffe ich mal. Nichtsdestotrotz werde ich das Hütchen jetzt trotzdem noch davor hinknallen. So. Nur derweil, ne? Man kann das alles, ihr seht es ja, wir können das alles immer und immer wieder verändern. Das ist überhaupt kein Problem. Huch. So, das knall ich mit Absicht mal hier hin. Hier kommt eh keine Sau durch. Nein. Okay. Scheiß, wird sogar oben stehen. Haha. Lol, jetzt kommt da aber keiner rein, ne? Mist. Muss ich noch ein Stückchen nach vor. Aber es wird funktionieren. Sobald wir mehr Beton haben. Na toll. Das schaut doof aus. Muss ich doch hier hinstehen. Muss ich doch hier stehen lassen. Fix noch einmal. Hilft derweil nichts. Steht halt ein bisschen schief, aber muss derweil so stehen bleiben. Mist. Schade. Also dann nochmal zu den Ressourcen. Wir haben noch nicht alles gebaut, was wir bauen können. So, zierpflanzenmäßig, ne, und so weiter. Würde ich sagen, vielleicht hier dann noch eine her, so ums Eck. Und dann haben wir die auch schon fertig. Und dann haben wir noch die Taupflanzen. Die können, wenn sie noch Platz haben, können wir sie hierher tun. Ja?
Würde ich sagen, machen wir sie so. Die erste. Und die letzte. Perfekt. Aber wir haben immerhin schon mal was. Nein, nicht in die Werkstatt legen, bitte. Dann als nächstes gehen wir da zurück. 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 Wir sind ganz draußen. Du bitte. Hoppala. Nein. Du bitte. Hallo. Ich will dich befehligen. Ja. Du gehst bitte hier hin und Enter. Hat's hingehauen? Ja! Sehr gut. Jetzt müsste 5 Essen wird schon mal produziert. Dann würde ich sagen, nehme ich dich. Weil du bist eh gerade so schwer beschäftigt. Und hilfst einfach mit. Ja! Jetzt haben wir schon 8 Essen. Das ist super. Als nächstes brauchen wir Wasser. Und wo könnte Wasser besser hinplatziert werden als wie hier zum Beispiel, ne? Gleich in der Nähe des Gartens. Ich würde sagen, vielleicht sogar hier. Ah, da wird sich eine Bank gut machen. Nehme ich die da. Wobei ein bisschen Sonne wäre auch nicht schlecht. Dann bauen wir hier einfach Ressourcen und Wasser. Ich würde sagen, so eine tolle Wasserpumpe hätte doch was. Was fehlt, produziert 3 Wasser. Ist einfach der Platz schlecht, oder wie? Aha, der hätte gern so ein... Also nix Betonboden. Okay. Nix Betonboden. Dann würde ich sagen... Hierhin, oder? So im Eck. Ich weiß, da haben jetzt diese Betonsäulen, aber die kommen dann eh weg. Warte, jetzt war es gerade. So. Bietet 3 Wasser insgesamt. Und du? Wow. 4? Strom? Was? Wie viel Wasser? 10. Und der da? Es fehlt Stoff. Wird auch 10 produzieren. Naja, da müssen wir momentan mit der kleinen Wasserpumpe hier auskommen. Wir haben nur mehr ein Beton. Ich hoffe, es reicht. Nein, reicht nicht. Aber immerhin ein bisschen Wasser. Toll. Das habe ich wieder fein hinbekommen. Kann ich mich nur selber loben. Und wie schaut es genau schutzmäßig, ne? Würde ich sagen, ich reiß. Oder warte. So, geht das? Na? Verwenden? Verwerten. Nein, nicht verwerten. So. Ich würde sagen, der erste kommt mal so her. Also, ich würde sagen, so. Oder so. Und der zweite wäre eigentlich der recht lieb. Beziehungsweise mir wäre der lieb. So schön hoch. Vielleicht mehr am Randig, also mehr so, dass man noch rausgehen kann. Oder? Doch so? Ich kann ja mal diese Eisengeschichten wegreißen, wenn ich möchte. Und dann passt das auch. Da werden wir sowieso mal eine Wand drum herum ziehen. Eines schönen Tages. So, ich stelle nur noch schnell 2 Leute ein. Also, du bitte. Für hier. Klar. Passt. Die hat eher Buffen, nur Rüstung hat sie halt schlechter, ne? Habe ich was? Ich hätte gar nicht sogar was mit, ne? Aber du schaust mir gut gepanzert aus. Du kommst bitte auch mit. Und zwar hier, der da. Sofern es halt geht. Ja. Perfekt. Zugewiesen. Sehr schön. Wir haben schon mal 4 Schutz. Das ist ja auch nicht schlecht. Können wir Geschütztürmchen bauen? Ja! Das geht. Und der kommt aber gleich. Warte mal. Da oben wäre er auch gut. Da oben irgendwie. Oder ganz auf die Decke. Oder auf die Seite hier. So.
Boom. Und der zweite, würde ich sagen, hier. Boom. Yeah. Da haben wir zwei. Ihr macht sie wieder ein bisschen Krawall, aber ist ja wurscht. Schutz haben wir jetzt auch 20, das ist momentan auch genug. Moral haben wir auch 20. Gut, Wasser... Nein, Wasser geht momentan nicht mehr. Gibt es eine Pflanze, die nicht bearbeitet werden kann, weil wir zu wenig Leute zugewiesen haben? Nö, schaut gut aus, ne? Schaut sehr gut aus. Die werden alle wunderbarst bearbeitet. Feine Geschichten. Jo. Nehmt ihr schon langsam Form an. Wie gesagt, das mit dem Bettchen ist halt jetzt momentan ein bisschen blöd. Ja. Was wir noch machen könnten, wäre Strom. Und dann höre ich jetzt aber wirklich auf, weil es ist schon richtig spät wieder. Also Licht. Eine hübsche Lampe, würde ich mal meinen. Huch. Einfach mal so mittig rein. Na so. Tschack. Leuchtet aber nicht, ne? Ach so, ist gerade sowieso... Ist es überhaupt verbunden mit Strom? Was? Was? Okay. Gut, die haben schon gut geschützt. Jö. Die haben gerade schon gut geschützt. Sauber. Hallo, Pippa. Ja, das ärgert mich da ein bisschen mit dem da. Grüß Henk. So. Licht, genau, Strom wollte ich noch. Also nochmal V. Strom. Nein, jetzt geht das nicht, weil es zu weit weg ist, ne? Pfui. Geh, ist das ärgerlich. Ah? Ich glaube, zur Not geht's auch, wa? So. Fürs Erste. Es schaut nicht schön aus, ich weiß. Aber, ja. Vielleicht ist es ja ein bisschen zwecksmäßig. So. Jetzt müsste Licht auch gehen. Hurra! Supi! Perfekt. Aha, da muss ich auch noch was machen. Da, das ist nicht gut. Da könnte ich vielleicht mal so einen Zaun machen. Mit einem Garten. Oder so. Naja, jedenfalls, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Fürs Zuschauen wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!